Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Roleplay zu GTA San Andreas. Ja, ich werde in diesem Projekt die Story von CJ nach GTA San Andreas ein bisschen mir ausdenken, ein bisschen, ja, drehen sozusagen. Und ihr dürft auch sicher viele Sachen mitentscheiden. Wo soll die nächste Mission oder so stattfinden? Was sollte mir, also CJ, mal passieren? Oder wo gibt's neue Freunde? Und ja, alles Mögliche könnt ihr entscheiden. Und ich werde einfach mal den Anfang machen und ja, die Story nach GTA San Andreas so ein bisschen erzählen. Also, für den Anfang, CJ, ja, hat sich ja im Ruhm erkämpft und leider sehr viele Freunde, die später auch zu Feinden wurden oder andere Freunde verloren und so. Er hat ein bisschen die, wie sagt man, Groove Street Gang erwirtschaftet, aber dann ist er in ein Depressionsloch gefallen und ist jetzt, ja, fett geworden und muss sich jetzt zuerst einmal wieder aus dem Loch herausbringen. Ja, er ist gerade am Futtern, frisst gerade Chicken Wings und ja, hat starke Blähungen oder sonst irgendwas und will jetzt sich eben wieder bessern, wieder sich nach vorne erkämpfen. Und ja, somit beginnt die Story und ich weiß nicht, ob ich die Charakter von GTA San Andreas mit beeinziehen soll. Ich habe eben keine Skripts, ich kann sie so nicht darstellen oder so. Ich könnte Handyanrufe simulieren oder sonst irgendwas, aber mehr auch nicht. Ich werde mal eigene Hauptcharaktere reinbringen noch. Und wenn ihr wollt, kann ich dann eben ein paar reinbringen. Und ja, sagen wir, am Anfang ist Sweet noch irgendwo, ja, mit der Gang beschäftigt oder so. Und die anderen, Woozy und jo, manch andere, Maddox zum Beispiel, sind auch gerade mit ihren Tätigkeiten Ding. Woozy hat ja sicher irgendwie die Mafia noch irgendwo am Laufen. Und Mad Dog ist natürlich mit seinen coolen Alben ja, beschäftigt. Und jo. Also, ja, die ersten paar Teile mit sich von der Fitmachung von CJ. Und später fangen dann die richtigen Missionen an. Und ich schau, wahrscheinlich werden die meisten Missionen mit der Polizei sein. Oder irgendwie, weiß nicht, Clans gibt's irgendwie nicht mehr so viel. In Sanfiero gibt's eigentlich noch die Clans, sonst gibt's hier keine mehr. Aber ich kann dann auch mal ein neues Spiel starten und so weit spielen, bis die Gangkriege beginnen und dort ein bisschen wild durcheinander kämpfen und so weiter. Also, ja, dann beginnen wir mal mit der Story und ich wünsche euch viel Spaß, aber bedenkt, dass ich einfach nicht so gut bin. Bin ich kein Profi oder so. Ich werde aber mich so gut wie möglich verhalten, also ja, eine gute, spannende Geschichte erzählen und so weiter und ja. Ja. Okay, dann beginnen wir jetzt und viel Spaß. Ja, genau, das war ich. Okay, ich habe fettig gefressen und jo, ich wollte ein bisschen Sport machen. Wow, das beginnt ja sehr gut. Machen wir mal ein bisschen zu Eye of the Tiger oder so, ein bisschen Training. Nein, wir gehen jetzt zuerst nach Hause. Nehmen uns einen
Trainingsanzug und gehen mal ein bisschen joggen oder so. So, natürlich nicht gerade sehr sportlich. Ich habe extra noch ein bisschen zugenommen. Aber mit dem Safe, also mit dem Safe Game, war er schon fett. Und ja. So. Also, CJ, hey, du musst abnehmen. Kabine. So, was haben wir hier? Hier haben wir irgendwo, ich glaube, Prolabs hat Trainanzüge. Freizeithop. Oh nein. Nichts so Wertes. Okay, ich entscheide mich mal kurz. Bis gleich. Yo, ich bin CJ, die nackte Kanone. Oder die Kanonenkugel. Und ich imitiere jetzt Rocky. Kamera. Ich werde jetzt die Stadt mit meinem Erdbeben verwüsten. Du. Shaolin Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu Fighting. Kung Fu Fighting. Ja, wo wollen wir hin joggen? Könnten auch ins Fitnessstudio, aber das machen wir später dann. Wir gehen an den Strand. Genau, dort hat es nämlich auch ein Fitnessstudio. Und dort können wir sehr schön dann unsere Muckis trainieren wieder. Ein bisschen stärker werden. Und hier wird gekämpft irgendwo. Homies, artig bleiben. Hell yeah, mal ein bisschen. Kann man immer noch irgendwie Kicks machen. Ich muss irgendwie schauen. Mit F wahrscheinlich. Nö. Ja, ich wollte nicht. So, wir haben keine Waffen. Irgendwie weiß ich nicht mehr, wie es geht. Man kann doch kicken. Ich will kicken. Ich will kicken. Vielleicht muss man irgendjemand anvisieren, aber einen Bullen möchte ich nicht gerade anvisieren. Ah, Kitty Comeback. Ich hab ne Kitty Comeback. So, bisschen schneller. Wir müssen fit werden. Hoffentlich kommt bald Fett minus. Was haben wir eigentlich für Attribute? Fett 100%. Sex Appeal fast nichts. Und es ist Mittwoch. Aha. Hier kann man doch anvisieren, oder? You bitch. Bitch, please. Oh. Money. Money, money. Money, money, money. Jetzt fantastisch. Hey, gib mir mal eine Waffe. Okay, die Homies kennen mich nicht mehr. Rocky, Eye of the Tiger. Okay, Fett, nimmt schon mal ab. Oh, fast hätte ich noch den Bullen übersehen. Also, Kinder, schaut links und rechts und dann überquert ihr die Straße. So genau macht ihr das. Dann gehen wir hier mal in einen Zug. In die nächste Haltestelle, wenn der Zug überhaupt richtig fährt. Das können wir mal schauen. Überall sind Bullen, das nervt. So,
Können wir schön warten. Und hier wird schon wieder gekämpft. Kommt ein Zug? Hey, Bitch. Was? Es ist weit weg, dass wir miteinander gehen, oder was? Es gibt eins auf die Fresse. So. Du? Ah, Bolle. Lieber weg. Schauen wir uns lieber dieses lustige Plakat an. Da hat jemand also wirklich schwarzen Humor. Es wird langsam dunkel. Ach komm, Zug. Ich muss fit werden. Hey, ich muss Billett lösen, geh weg. So. Fahrkarte bitte. Gut. Und es kommt ein Zug, aber das ist die falsche Richtung. Müssen wir nach rechts? Bitte stoß mich an. Ah, stoß mich an. Nein, ey. Ja, wenn's nun das nicht ist. Wir machen eine Zugmassage. Ich will raus. Lass mich raus. Ich will nicht Let's Troll machen oder sonst irgendwas. Ich will ein Let's Play machen. Ein Let's Roleplay. Jetzt lass mich... Okay. Raus. Ey, Opa. Okay, ja, einfach weitergehen. Jetzt haut er ab. Aber... Ja. Also sagt er zu ihm, okay. Okay. Blocken. Bang. Ja. Nur, er hat angegriffen. Bitch, please. Rocky ist schneller. Hey, wieso gehen nur rechts herum die Züge? Das ist doch dumm. Nehmen wir ein Auto. Wir sind ja noch Gangster, wir können hier... Ja, zum Beispiel dieses Auto. Bitch, please. Yeah. Ja, ganz klar. Und jetzt wird natürlich wieder eine Entführung gesehen. Eine Entführung eines Straßenverkehrsfahrzeugs. Oh, sorry. Wir sind so extrem schnell. Wir können natürlich auch genauso gut joggen, aber ich bin mal so nett und fahre kurz zum Strand. So, hier ist ja nämlich schon der Strand. Können wir dieses Müllfahrzeug, also Straßenwischfahrzeug, versenken. So. Bitch. Sollte nicht so viel Bitch sagen. Schönes Baden. Schönes Untergehen. Und hier sind wieder meine Homies. Hey Homies, könnt ihr mir ein bisschen Proteine geben? Ich muss jetzt Muskeln trainieren. So. Und jetzt noch ein bisschen joggen. Springen. So, zum Sprungkraft. Vergrößern. Yeah. Ich will... Bisschen schwimmen noch. Bullshit. Bullshit, please. So, das wollte ich. Jo. Also CJ wird sportlich. Und... wird sich jetzt wirklich ein schönes Leben erarbeiten. Mal schauen, was er so für Jobs annehmen kann.
Und jo. Am Anfang natürlich nicht so die Traumjobs, aber später dann wird er richtig coole Jobs bekommen. Aber was er wird, das sage ich jetzt noch nicht. Aber es wird cool. Bla 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 bla. Baywatch. Spielen wir ein bisschen Baywatch. Dim dim dim. Dim dim. Bitch, please. Wir lassen es klein. Sieht am besten aus. Na, wo ist der Spanner, hä? Oh, eine schöne Frau. Oh. Keine schöne Frau, das ist ein grässlicher Mann. Hallo. CJ ist wild darauf. Was hat er gesagt? Hier, komm, Rummelplatz. Gibt's doch irgendwo eine sexy Dame? Nö. Nö, schade. Also, dann trainieren wir mal. So, in der Morgendämmerung. Okay, es ist noch nicht Morgendämmerung, aber der Himmel ist schon rot. Wahrscheinlich wegen der Stadt. So. Nehmen wir Stufe 5. Jetzt muss ich, glaube ich, ja, Leertaste drücken. Ach komm. Ja, Fett absagen. Geht es nicht schneller? Ach komm. Yeah, wir sind so extrem stark und schnell und alles. Jetzt geht es. Wir werden wieder fit. Schön mager. Okay, allzu viel müssen wir auch nicht machen. Also ganz, ganz ohne Fett will ich auch nicht sein, sonst sterben wir noch, verlieren wir noch Energie, wenn wir halt nichts essen. Geht nicht mehr höher. Das ist ja easy. Und sinken tut's auch nicht viel. Aha. Wir trainieren, wir werden der schnellste Marathonläufer. Yeah, baby. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Training, training, training ist so gut. Und Fett geht so langsam nach unten. Das nervt ein bisschen. Schalalala. Okay, noch bis 4 Uhr. Da machen wir irgendwas anderes. Natürlich kann jetzt nur Fett abnehmen und nicht Kondition nach oben, weil wir schon Maximum sind. Aber nachher sollen wir irgendwas essen, vielleicht Salat oder so. Seht ihr, steht auf Salat. Ja, jetzt ist schon genug. So, was haben wir sonst noch hier? Wir haben das Gerät, das zweite Konditionsgerät haben wir hier gar nicht. Ach, ein cooler Bug. Ach, komm schon. Geht es nicht mehr? Jetzt, uhu. Okay, coole Physik-Engine. Wir schweben.
Wir haben noch nichts Sichtbares abgenommen. Okay, ah, oh, hallo Schlamp. Das ist Spanisch. Spanisch. Spanisch Macarena. Chani mal. Was ein Tier bin ich oder was? So, da ist der Babbo. Ein Bus. Ein Bus. Oh nein. Sieht schon, er erkältet sich. In diesem Regen. Ja, was wollen wir machen? Eben zu einem Burgerladen. Ich gehe in ein Fastfood-Restaurant und bestelle einen Salat. Das ist widersprüchlich. Sehr widersprüchlich. Oh. So, ein bisschen Ding. Also ich möchte gern ein Fischi-Shit und ne Apple Pie. Ja, ich will eine. So. Guten Tag. Ich möchte gerne Salat. 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 Zweimal, bitte. Lecker. Sehr gesund. Kann ich ein bisschen arbeiten? Oh nein, lieber nicht, sonst muss ich wie OG Log auf dem Klo arbeiten und putzen. So, ich will doch irgendwas machen. Wir könnten mal eine neue Frisur nehmen. Wir stylen uns jetzt mal. So, ich möchte gerne ein pinkfarbenes Haar. Yeah, hell yeah. Ich möchte gerne ein pinker Irokese. Yeah. Bitch, please. Nein, ich möchte eine keilförmige Fissel. Yeah. Sieht irgendwie scheiße aus. Ach komm, Afro. Passt irgendwie nicht. Hoher Afro. Blonder Afro. Blonder Afro? Yeah, so will ich ja sein. Das sieht so peinlich aus. No. Okay, wir sind... wir sind die Sonne. Yeah. Voll cool. Okay. Ein paar Tattoos. Haben wir überhaupt Tattoos? Nö, wir haben keine Tattoos. Hier gibt's gar keinen Tattoo-Shop. Schade. Hier gibt's Dell-PCs. Irgendwas sonst. Jo, CJ möchte noch gerne ein paar Donuts zum Nachtisch. Der Donutladen müsste hier vorne irgendwo sein. Noch weiter oben, oder? Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Da? Muss irgendwo an einer Ecke sein. Okay, nochmal alles. Ah, ich weiß, glaube ich, wo das ist. Jo, hier wären wir rausgekommen. Hätten wir den Zug genommen, aber haben wir ja nicht. Market. Ah. Marktbezirk, gut. Nein, ist nicht hier. Ich finde den. Ist der irgendwie
Er müsste in dieser Region sein. Entweder hier, hier, hier oder hier. Wenn wir hier schauen. Ne, dort ist er auch nicht. Oh. Hey, nein! Ich wurde nicht gesehen. Hey, das war doch ein Steed-Angriff. Das war doch ein cooler Steed-Angriff. Kommt schon. Ach, Menno. Gehen wir ein bisschen U-Bahn fahren. Zug, bitte. Zug, komm. Oh, schlimm. Joggen wir ein bisschen in der U-Bahn. So. Schienen. Ah, jetzt kommt einer, aber wir joggen weiter, bis der Tunnel aufhört. Der müsste ja so in 3-4 Kilometer aufhören. Okay, die sind oben dran. Machen wir mal ein paar Fotos dann. Wir sind der Journalist für eine Zeitung, also ja, einer der Bilder für die Zeitung macht. Wäre doch ein guter Job. Aber dazu müssen wir zuerst uns bewerben. Ich weiß nicht, wo ein Zeitungsunternehmen ist. Deshalb, ja, das Telefon haben wir auch irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Das müssen wir schauen. Mal wahrscheinlich kann man es nur abnehmen. Dann machen wir das mal so. Da die Handgranate ist das Handy. So. Hallo, hallo, ist hier das Zeitungsunternehmen von Los Santos Times? Ja, ich möchte mich bewerben. Ja, dann bringt mir eine Unterschrift und ein Blatt Papier mit eurer Bewerbung vorbei. Ja, ich bringe es durch euer Handy. Und ja, ich bin jetzt der Zeitungsjunge und mache jetzt schöne Bilder von irgendwas Weltbewegendes. Und das ist meine Kamera.